Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Reaction. 25 Jahre Rote Ampel. Das, wow. Die habe ich noch nie, also bin ja für alles offen. Aber da könnt ihr mal sehen, wie viel Scheiße unterwegs ist. Ne? Da bist du Fahrlehrer und willst du den Leuten was Tolles beibringen und so. Und dann auf einmal gibt's sowas. Immer wieder toll. Der Günzplatz in der Dresdner Innenstadt. Die Ziegelstraße mündet hier in eine Kreuzung, aber nicht irgendeine Kreuzung. Oh, sieht ja erstmal schön aus. Ein super Spezialexperte. So, Achtung. Ein Kreuzungspunkt, der signaltechnisch geregelt wird, das heißt also eine sogenannte Ampel steht dort. Und diese sogenannte Ampel ist anders als andere sogenannte Ampeln. Aha. Wird die mal grün? Tja. Ich habe die noch nie grün gesehen. Hab auch noch nie drauf gewartet, dass sie grün wird. Da könnte er auch lange warten, denn die Ampel ist schon etwas länger rot. Nicht erst seit 2 Minuten, nicht erst seit 2 Monaten, nein, auch nicht erst seit 2 Jahren. Also 25 Jahre steht das jetzt. 25 Jahre, ganz gut. Ja, also ich weiß gar nicht, wie das ist. Also es gibt ja eine Regel, wenn du über eine rote Ampel fährst und die länger als eine Sekunde rot ist, dann gibt es, glaube ich, 100 Euro Strafe. Länger als 2 Sekunden bist du schon mal 200 Euro. Und länger als 3 Sekunden sind es knapp 500 Euro. Aber 25 Jahre rot ist ja schon... Das klingt nach was. Gelb und grün. Es zeigt immer konstant rot, weil wir ja die Grünpfeilregelung dort haben. Das heißt, man darf auch bei Rot rechts abbiegen, dank des grünen Pfeils. Aha, also man darf auch bei Rot rechts abbiegen, aber es gibt da einen Blechpfeil. So, ihr müsst dann auf den zweiten Bildschirm übrigens klicken, dann könnt ihr das sehen. Und übrigens, man kann auch nur rechts abbiegen. Ja, und ihr habt den Typen ja gesehen, der da hinterm Schreibtisch sitzt. Ne? Und solche Menschen, das sind die, die die Straßen planen. Und wenn ihr manchmal durch eure Stadt fahrt und euch fragt, wer hat sich die Kacke eigentlich ausgedacht, dann einfach mal in der Stadtplanung anrufen. Einfach googeln, Städteplanung, und dann gebt ihr euren Stadtnamen ein, Durchwahl, anrufen und fragen, hey, alles okay? Ich wollte mal fragen, wie es geht. Einfach nur so. Einfach aus Interesse. Aber man muss sich um diese Menschen kümmern. Ja, eigentlich ist er an der Stelle sinnlos, könnte man vermuten. Aber es wird sicherlich irgendjemand was dabei gedacht. Natürlich hat sich jemand was dabei gedacht. Der hier. Weil eine unmittelbar. Wie sie ihn aber auch auf die Schippe nehmen. Das ist ein bisschen gemein auch für den, wie hieß er, Reinhard? Ein bisschen gemein, er hat sich bestimmt Mühe gegeben mit seiner Idee. Anbindende Straße an einen ampelgeregelten Punkt auch mit einer Ampel geregelt werden muss. Das heißt, alleine das Stoppsignal würde dort nicht zulässig sein. Nee, ein billiges, stromsparendes Stoppschild anstelle einer Ampel. Das Geile ist, also Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber auf der linken Seite hängt ein Vorfahrtgewehrenschild. Dann ist da Rechtsabbiegen sowieso. Dann ist da die Ampel und noch ein Blechpfeil. Ich weiß gar nicht, was... Also, wow. Oh, hattest du nicht. Ja, ich hatte mal ein YouTube-Video darüber gemacht, aber über so eine Ampel noch nicht. Das ist eine Ampelversion, die ich nicht so. Die seit 25 Jahren auf Rot steht, nur weil das den gleichen Effekt hätte. Das mag ich jetzt nicht bestreiten, dass der Effekt der gleiche wäre, aber es ist eben letztlich aus der Regelung der Straßenverkehrsordnung und den folgenden Vorschriften nicht zulässig. Bruder. Das glaube ich nicht. Er hat das Buch bestimmt nur zur Hälfte gelesen. Ich glaube nicht, er weiß, wie es ausgeht. Frodo wirft am Ende den Ring ins Feuer und Sauron geht kaputt, Alter. Das weiß doch jeder. Dann ist die Ampel aus. In die Ampel sind auch gelbe und grüne Lampen eingebaut, die nie leuchten. Bei Wartungsarbeiten werden die natürlich regelmäßig mit ausgetauscht. Dem Dienstleister dazu erklären, dass er die nur ausgerechnet drinnen lassen soll, das werden wir nicht tun. Das ist kostenmäßig auch keine Größenordnung. So oft kommt das ja auch nicht vor. Es gibt in Dresden ja nur noch 2 weitere Dauerrotampeln. Zum Beispiel hier am Wasaplatz. Immer rot. Seit Jahren schon. Ich will mal sagen, man hat sich daran gewöhnt, dass man in Dresden auch immer mal was Besonderes hat. Alto Belli, ey. Naja. Genau. Auf was wartest du also? Roter wird's nicht. Also verrückt. Also sehr verrückt. 25 Jahre rot, so schnell kann es gehen.